Herzlich willkommen zurück. Diesmal etwas sommerlicher, deswegen auch ein etwas sommerlicheres Gericht. Mein momentaner Favorit, ein frischer Fenchelsalat mit einem Stück Lachs. Insofern fangen wir mal mit dem Lachs an. Das dauert nämlich tendenziell am längsten. Den brate ich wie immer gerne in Butter an. Butter ist irgendwie so mein Lieblingsgeschmacksträger. Und dann fangen wir an mit dem Fenchel. Und zwar schneide ich den so dünn, wie ich kann. Ich mache noch ein bisschen Frühlingszwiebel dazu. Derweil ist die Butter geschmolzen. Ich gebe ein Stück Lachsfilet dazu. Ich mag es sehr gern mit knuspriger Haut. Das ist natürlich absolut Geschmackssache. Dann brauchen wir Zitronensaft. Eine halbe Zitrone normalerweise, je nachdem wie viel Saft da rauskommt. Dazu eine Prise Salz. Wenig Pfeffer, etwas Olivenöl, dann massiere ich das ein bisschen ein. Ich mache schon mal ein kleines Rucola-Bett für den Fenchel gleich. Dann auch schon mal eine Avocado vorbereiten. Und hier reicht eigentlich immer eine halbe pro Portion, pro Person. Was ich auch ganz gern mag, ist ein paar Kapern da rein. Schön salzig und passt auch, finde ich, ganz gut zum Fisch. Haben wir hier einen kleinen Fenchelsalat, den lasse ich jetzt mal an der Seite stehen, damit der einweicht und warte derweil auf mein Lachsfilet. Denn dann haben wir es auch schon recht bald. Perfekt. Das ist natürlich auch mal Geschmackssache, wie sehr man seinen Fisch mag. Ich mag ihn lieber ein bisschen mehr durch. Jetzt ich hier meinen Fenchelsalat, auch den Rucola-Salat. Wunderbar. Da drauf ein paar Pinienkerne. Flach, damit ich hier auch wunderbar mein Stück Lachs anrichten kann. Et voilà, bon appétit! Lecker, der heiße Lachs auf dem kalten Salat, perfekt für den Sommer.